Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Heute ist Montag, der 4. September. Und ich bin heute nicht beim Sport, weil ich traurigerweise immer noch ein bisschen Muskelkater habe. Nicht mehr doll. Ich merke es nur, wenn ich mich zum Beispiel strecke oder so. Aber ja, keine Ahnung, ich finde, dann bringen die Übungen auch nichts, wenn ich es nicht komplett mit voller Kraft machen kann. Deswegen ab nächster Woche starte ich dann mit dem neuen Trainingsplan komplett durch. Ich glaube, dann könnte Tabea eventuell auch schon dabei sein. Dann macht es natürlich auch mehr Spaß. Und ja, ich schaffe es leider nicht, eine Review zu dieser Palette hier zu drehen. Deswegen, das ist die Mrs. Bella Palette. Ich wurde von einer Zuschauerin gefragt, ob ich da kurz was zu sagen kann. Also beziehungsweise, ja, eine Review geben kann. Das werde ich jetzt hier unterbringen. Und das ist jetzt kein Look mit Schminken. Vielleicht schminke ich da irgendwann nochmal einen Look mit. Aber ich werde euch jetzt kurz meine Meinung dazu sagen. Diese Palette gibt es bei DM und die kostet 17 Euro. 17 Euro, glaube ich, waren es, ja. Und ja, wie gesagt, die ist von einer YouTuberin kreiert mit BH Cosmetic zusammen. Die sieht so aus. Ich finde die Farben sehr schön. Es sind zwei Highlighter und dann noch 10 Lidschattentöne. Davon sind mehrere matt und ein paar schimmernd. Also die meisten davon sind matt. Ja. Und zu den Highlightern wollte ich schon mal sagen, dass ich die ziemlich gut finde. Es ist halt so ein Rosa und ein Gold. Und ja, die sind eigentlich schon ganz schön. Ich finde, also, wenn man die bei Mrs. Bella irgendwie im Video sieht, finde ich sie krasser, als sie in echt sind. Keine Ahnung. Ich finde da schon die von Becker und sowas schöner, muss ich ehrlich sagen. Aber so für den Preis sind die auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Und auch die Lidschatten sind nicht schlecht. Ich finde, man muss die auf jeden Fall gut mit einer Lidschattenbase verwenden, weil sonst halten die nicht gut, muss ich sagen. Also ohne eine Lidschattenbase, finde ich, halten sie nicht so gut, decken sie nicht so gut. Also eine Lidschattenbase würde ich schon empfehlen, trage ich eigentlich immer. Von daher ist das für mich jetzt kein Kritikpunkt, aber ich wollte sagen, für Leute, die sie vielleicht nicht benutzen. Und ja, wie gesagt, mit den Farben kann man mehr so natürliche Looks schminken. Jetzt eigentlich finde ich nichts total Spannendes. Also ich mag sie auch gerne so ein bisschen extravagant und so. Das hier ist wirklich mehr so eine neutrale Palette. Das ist das Einzige, was noch dabei ist, ist halt so dieses Vino, dieses Rötliche und dann noch so ein Braun schönes. Aber es sind halt wirklich alles ziemlich natürliche Farben. Aber es ist halt von allem was dabei, finde ich. Es fehlt mir vielleicht noch so ein dunkler, richtig dunkler Ton. Aber ansonsten ist wirklich alles dabei. Also richtig schöne Farben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Qualität für 17 Euro vollkommen okay. Allerdings finde ich zu Eva zum Beispiel besser. Und da kosten die Schattenpaletten 23 Euro oder so. Und die sind trotzdem schon um einiges noch besser, finde ich. Muss jeder für sich selbst wissen. Ich finde es auf jeden Fall, sie ist es wert. Und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Es sind echt ein paar schöne Farben dabei. Ich mag vor allem Spice und Glam Cocoa. Das sind so meine Lieblingstöne. Und mehr kann ich da eigentlich auch nicht zu sagen. Vielleicht schminke ich da mal was zu. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen damit. Wie gesagt, ich kann sie dir schon ans Herz legen. Gerade für Anfänger. Also ich finde, das ist auch eine ziemlich gute Anfängerpalette, die sich so ein bisschen gerade mal mit Make-up so ein bisschen rumprobieren wollen, aber doch eher natürliche Töne tragen, finde ich das ganz gut. Und ja, das ist so meine Meinung dazu. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. Und jetzt werde ich baden gehen. Und ansonsten... Moment. Ich habe was vergessen. Gestern Abend... Am 3. September ist etwas sehr, sehr Schönes. Gestern Morgen war das. Aber ich habe es erst abends erfahren. Ist was Schönes passiert. Und zwar sind die Babys geboren. Sekunde. Oh, seht ihr sie? Sind die nicht süß? Ja. Ich möchte gerne das unten haben. Dieses dunkle Kätzchen. Und ich hoffe, ich bekomme es. Es sind natürlich, ich denke mal, mehrere wollen das dunkle haben. Aber ich hoffe und... bin ganz motiviert, also ich glaube auch, ich kriege das. Und ja, das wird wunderschön. Hi, ich melde mich heute erstmal wieder am Freitag
Und ihr seht es vielleicht schon, heute ist wieder Oktoberfest. Yay, schon wieder. Und in 2 Wochen ist schon wieder eins, also ziemlich cool. Diesmal habe ich wieder dieses Dirndl hier an. In rosa und hellblau. Und ja, ich habe eine neue Dirndlbluse, wie ihr vielleicht seht. Hier, die ist hier so spitze. Beim letzten Mal war es so Puffärmel. Die war halt damals beim Dirndl dabei, diese mit den Dingern. War okay, aber nicht so mein Favorit. Und jetzt habe ich mir endlich so eine mit Spitze gekauft, weil ich das wunderschön finde, hier so ein bisschen mit Spitze. Ja. Und ich habe mich jetzt soweit geschminkt, meine Haare geglättet. Ich glätte noch einmal gleich drüber. Und ja, das Wetter spielt nicht ganz so mit. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wenn ich euch jetzt hier mal so... Auf jeden Fall, ihr seht, es ist nicht ganz so schön und es regnet. Und es regnet schon den ganzen Tag. Ja, nicht so toll, aber gut. Das ist egal. Ich werde mir gleich einen Regenschirm erst, glaube ich, mitnehmen, so damit meine Haare so bleiben, wie sie jetzt sind. Und nicht gleich so in alle Richtungen gehen. Und ja, dann freue ich mich. Ich liebe Oktoberfeste. Ich war letztes Jahr das erste Mal auf dem Oktoberfest. Deswegen habe ich... Nee, stimmt gar nicht. Ich war davor schon mal. Aber tatsächlich voll kurz. Weil ich es irgendwie scheiße fand. Aber jetzt, als ich vor 2 Wochen war, fand ich es sehr, sehr gut. Und... Ich glaube, und letztes Jahr fand ich es auch super gut, als ich da bei einem Oktoberfest war. Und deswegen, mal schauen. Joa, jetzt kommt auch bald meine Freundin. Ich gehe mit Ann-Christine hin, die anderen haben leider keine Zeit. Jana war jetzt auf Klassenfahrt und die kommt jetzt heute Abend wieder. Aber das hätte ihr auch nichts ausgebracht, nur muss sie morgen früh arbeiten. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Und ja, die andere, Juliane, muss auch arbeiten und ja, das ist halt alles ein bisschen blöd. Tabea ist krank und deswegen nur mit Ann-Christine, aber das wird bestimmt auch sehr lustig, hoffe ich zumindest. Und ja, ansonsten gibt es noch was zu erzählen. Ich gucke gleich noch, ob ich irgendeinen Lippenstift drauf mache, diesmal aber nicht so krass wie letztes Mal. Letztes Mal hatte ich einen knallroten zum roten Dirndl. Jetzt gehe ich ein bisschen dezent, glaube ich. Und höre jetzt ein bisschen Musik, bereite jetzt alles vor, so was Getränke angeht und so. Ja, und dann geht's irgendwann los. Mal gucken, wann. Es fängt um 19 Uhr an, aber ich glaube, wir gehen um 9 Uhr hin dann. Also zum Oktoberfest geht man ja meistens schon ein bisschen früher. Deswegen 9 Uhr sollte wohl reichen. Und ja. So, hallo und noch nicht hallo zu einem neuen Wochenvlog, weil dieser Vlog geht weiter. Heute ist schon wieder Freitag. Und ich mache diesen Vlog weiter, weil ich glaube, es kam nicht so viel zustande. Und deswegen, ich wollte euch noch kurz was zeigen, bevor ich es im Müll schmeiße. Ich habe hier so ein paar, die gibt es bei DM, ich weiß nicht, wo es die noch gibt, vegane Fruchtgummis. Da habe ich einmal diese hier, diese Beauty Sweeties, diese süßen Kronen, die sind übel geil. Die schmecken richtig gut, auch mein Bruder findet die gut, meine Mutter findet die gut. Und genauso wie diese hier, und zwar saure Katzen, die schmecken auch richtig gut. Die sind halt sauer, die anderen sind halt süß, ne? So, jetzt kann ich es auch wegwerfen. Ich wollte es nur für euch aufbewahren, für alle, die vielleicht auch vegan essen und das mal testen wollen. Und irgendwie sehen meine Haare komisch aus. Aber naja, gut. Habe ich gestern erst gewaschen. Warum sehen die so scheiße schon wieder aus? Ich mache mich jetzt auf den Weg. Wir fahren, also ich treffe mich mit Juliane und Ann-Christine vom Reisebüro. Wir wollen ja nächstes Jahr zusammen in Urlaub und deswegen fahren wir jetzt ins Reisebüro und wollen schon mal so ein bisschen hören. Ja, und danach geht es nochmal, glaube ich, kurz zu mir, weil dann möchte ich mich nochmal gern schminken und dann geht es später noch Shisha. Habe ich die zu überredet, weil ich möchte gern Shisha. Ja, und jetzt, ich hoffe, ich habe alles. Habe ich Portemonnaie? Ja, ich glaube, ich habe alles und jetzt geht's ins Reisebüro. So, jetzt sind wir noch spontan essen. Und guck mal Julianas crazy Hair an. Ja, ich bin mit nur selbst auch beim Essen. Diesmal gibt es hier auch Frühlingsrollen und natürlich wieder wie immer Sushi. Yes. Und Juliane hat mein Herz gebrochen. Möchte ich einfach festhalten, damit ich das für die Nachwelt festhalten kann, dass Juliane scheiße ist. Sie geht einfach nicht mit mir Shisha an, weil sie morgen früh aufstehen muss. 4:30, um genau zu sein. Opfer. Ich habe jetzt Jana geschrieben und wenn Jana mich jetzt auch noch enttäuscht hat, weine ich und gehe allein Shisha. Nein, gehe ich nicht. Ich würde gerne allein Shisha gehen, aber ich traue mich nicht. Das kommt mir blöd vor. Nice. Hallo! Gut, dass ich den letzten Vlog mit diesem Vlog zusammengelegt habe, weil ich bin schon wieder schlecht im Vloggen.
So, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, weil hier meine beste Freundin mich wieder unterbrechen musste, wie sie es immer tut. Ja, auf jeden Fall, gestern habe ich nicht gevloggt. Doch, ich war ja in der Shisha-Bar, doch noch. Und, ist das dumm. Und ja, dann bin ich mit zu Anke und zu Juliane. Hab da gepennt und dann habe ich im Grunde den ganzen Tag heute gepennt und jetzt ist es spät und ja, wir trinken jetzt vor. Und Haare im Mund. Dann geht's zur Kirmes und da werde ich euch eventuell sogar mitnehmen, weil sonst habe ich nie die Kamera mitgenommen, aber ich werde diesmal die Tasche immer bei mir behalten, damit sie nicht wieder geklaut wird wie irgendwann mal. So, heute ist noch Montag und ich nehme diesen Tag auch noch in den Vlog mit rein, weil ich gesagt hatte, ich werde euch was filmen auf der Kirmes und ich habe es nicht getan, weil ich habe meine Kamera hier vergessen. Ja, das war dumm von mir. Ja, deswegen habe ich nicht gefilmt. Boah, Kirmes, ich war noch nie so lange da wie dieses Jahr. Ich war bis 5:30 da, das war echt hardcore. So habe ich mich auch den nächsten Tag gefühlt, weil ich habe den gesamten Sonntag schlafend im Grunde verbracht. Ich bin um 14 Uhr aufgewacht. Bin dann zweimal aufgestanden. Und ja, dann lag ich den ganzen Tag im Bett, weil mir war so schwindelig. Ich hatte so einen Kater. So einen Kater hatte ich schon ewig nicht. Beziehungsweise, doch, einmal hatte ich schon mal so einen Kater. Doch, ja, doch. Ja, auf jeden Fall ging das gar nicht. Also mir ging es richtig grässlich, dass ich sogar wieder gesagt habe, so, ach, ich trinke nie wieder. Klappt eh nicht, aber das war hart. Ja, doch. Und ja, deswegen, ich filme heute, weil heute ist auch noch Kirmes und ja, da geht's gleich hin. Also ich denke mal eher mehr nur was essen und so. Keine Ahnung, was Jana sonst noch so geplant hat. Ob wir vielleicht auch ein, zwei Sachen fahren, ich weiß es nicht. Aber ich wollte allerdings nicht ganz so viel Geld ausgeben. Deswegen mal schauen. Aber vielleicht noch gebrannte Mandeln kaufen oder irgendwie sowas Leckeres. Und diesmal stecke ich euch ein. Und zwar jetzt sofort, bevor ich es vergesse. Jetzt! Ich sage dir, ich höre es nur.